Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 19 Video. Und es ist gerade was wirklich Unfassbares passiert. Und zwar hat EA gerade auf Twitter dieses Bild hier veröffentlicht. Einfach nur unfassbar. Es wird in FIFA 19 nur 30 Weekend League Spiele geben. Das ist hiermit bestätigt. Das ist wirklich mal ein Community-Wunsch, den EA endlich mal befolgt hat, den es in FIFA 19 geben wird. Ich bin so froh über diese Neuigkeit. Denn dann kann man sich das Ganze jetzt wirklich mal besser einteilen. Vor allem auch dadurch, dass man jetzt mit diesen Skillpunkten eben immer die Weekend League spielen kann, die man eben auch wirklich spielen will. Auf diesem Bild steht jetzt eben, dass man für Champions Points in Division Rivals und aber auch in der Weekend League bekommt. Und mit diesen für Champions Points, die man eben zum Beispiel dann in Division Rivals holt, wird man dann auch für die Weekend League qualifiziert. Man muss auch mindestens 11 Spiele aus dieser Weekend League gewinnen, um für die nächste Weekend League qualifiziert zu sein. Wenn man aber 11 schlechte Spiele sozusagen bestreitet, dann müsste man vielleicht auch 12 oder 13 Spiele gewinnen, so habe ich das jetzt verstanden. Was auch noch wichtig ist, umso besser man selbst spielt, also wenn man jetzt zum Beispiel 10 Siege direkt am Anfang holt von der Weekend League, dann bekommt man auch bessere Gegner. Das war im letzten Jahr auch so, aber jetzt haben sie es hier auch nochmal in so einen Artikel reingeschrieben. Also es ist so, wenn du gut spielst, bekommst du auch gute Gegner. Und obwohl es jetzt nur noch 30 Matches sind, bekommt man dennoch genau dieselben Belohnungen wie in FIFA 18. Des Weiteren wurden die monatlichen Belohnungen geändert. Hier wird man nicht mehr ein Pack ziehen können oder mehrere Packs ziehen können aus den Monthly Rewards, sondern da ist es jetzt eben der Fall, dass man einen Player Pick zur Verfügung gestellt bekommt. Da können dann höchstwahrscheinlich 2 bis 5 Spieler auftauchen und man kann sich dann eben eine Foot Champions Karte aussuchen, die man in sein Squad reinpacken kann. Das heißt, man kann wirklich wählen, welchen Spieler man haben will. Natürlich gehört hier auch ein wenig Glück dazu, denn wenn du nur schlechte Spieler vorgestellt bekommst, dann kannst du natürlich jetzt auch nicht irgendwie den besten Inform aus diesem Monat dann nehmen. Aber wenn dir der eben vorgestellt wird, dann kannst du den direkt wählen und das finde ich extrem nice. Und jedes Foot Champions Match zählt dann auch noch zum Score aus den Division Rivals. Und ja Leute, damit war es auch schon wieder mit dieser heutigen Ausgabe der FIFA 19 Speed News. Das ist wirklich eine Serie, wo ich einfach kurz und knapp erklären möchte, was neu dazugekommen ist. Und ich finde diese Änderung unfassbar gut. Schreibt mir eure Meinung dazu natürlich in die Kommentare. Lasst jetzt ein Abo da, lasst jetzt ein Like da. Und dann hören wir uns beim nächsten Video wieder. Wir hören uns. Bis dann. Habt immer High Hopes und ciao.